Freunde, seid gegrüßt zu einem neuen Video. Bärbe, sag mal hallo. Hallo. Kari, sag mal hallo. Oh, guckt ein bisschen raus, ne, Schnecke? Ja, heute in dem Video geht es um ein bisschen Kleinkram, aber auch hoffentlich um das Wassersystem. Ich weiß noch nicht, ob das alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. Aber ich denke schon, ich zeige euch mal, was ich hier vorhab. Und zwar haben wir jetzt hier diesen 300 Liter Wassertank. Guckt mal. Die Nacht war es eisig. Schon der erste Frost, ey. Die Heizung macht sich im Übrigen übelst gut hier, ne? Kann man überhaupt nicht meckern. Da guckt euch auch mal den kleinen Eimer da drunter an. Ich weiß nicht, ob ihr den seht, mit Wasser ist er schon fast voll. Kommt jetzt zwar nicht so viel Wasser zusammen, wie ich das gedacht habe. Das ist quasi das kondensierte Wasser hier drin. Weil ganz einfach das Teil viel zu selten an ist. Selbst bei den Temperaturen jetzt dauert das so anderthalb Stunden, dass die Bude hochgeheizt auf 22 Grad. Und dann läuft da wie so ein Kompressorkühlschrank relativ selten, ne? Und hält die Temperatur ziemlich gut. Über den Tag braucht man es, wenn so 5, 6 Grad sind, gar keine Heizung. Da reicht wirklich unsere Eigenwärme zu und die Wärme von den Geräten drin. Nachts haben wir sie aus, dann fällt die Temperatur auf ungefähr 13, 14 Grad. Und ja, das Ding läuft halt relativ selten, dadurch entsteht natürlich auch relativ wenig Kondenswasser. Aber wir sind sehr, sehr zufrieden damit bisher. Es funktioniert absolut tadellos, das Teil. Und ist im Inneren mit der Mute-Funktion auch so leise, dass du es kaum hörst, ne? Spitze. Müssen wir halt nochmal abwarten, wie es dann ist bei stärkeren Minustemperaturen. Also wie gesagt, es geht jetzt um diesen Wassertank hier. Und den wollte ich eigentlich original da in diese schwarze Staukiste reinmachen. Aber der ist, glaube ich, zu groß. Was mich jetzt aber auch nicht so wirklich stört, denn die Staukiste, die können wir sicherlich sinnvoll für zig anderen Krempel benutzen. Da will ich zum Beispiel Euroboxen und sowas reinmachen. Und ja, da gibt es einiges, was man da reintun könnte. Und wir haben hier unter dem Hänger sowieso ziemlich viel Platz. Deswegen können wir ganz gut vorstellen, dass der hier unten drunter mitkommt, der Tank. Den möchte ich vorher noch mit Armaflex einwickeln. Das hole ich dann gleich von der Post ab. Aber erstmal gucke ich, ob der überhaupt hier drunter passt und das so ja, funktionieren könnte, wie ich mir das vorstelle. Oh, der passt dort gut hin. Und den werde ich nicht an den Regenwassersammler hängen, sondern ich werde direkt mit diesem DN70-Rohr hier, oder was ist das, 75? DN75? Da ist zumindest der Plan, jetzt hier ein Winkelstückchen zu kaufen und eine Verjüngung auf DN50. Und dann gehen wir hier rüber und gehen dann direkt in den Tank rein. Und dreimal dürft ihr raten, wie wir es filtern, mit einem Kaffeefilter. Das ist, glaube ich, die beste, einfachste Lösung. Einfach zu reinigen, guter Filtereffekt. Na, ich brauche da muss noch irgendwas Größeres, was die Laubblätter abhält. Wenn wir das Wasser dann einmal hier drin in dem Tank haben, von da aus können wir es dann ins Tiny House pumpen, in den Zwischentank. Oder, ne, ich weiß noch nicht, da gibt es noch so viele Ideen, das werdet ihr dann sehen. Also Freunde, ich habe gerade stundenlang recherchiert, das ist nicht so einfach, selbstverständlich, wie ich mir das gedacht habe, dass wir mal eben das Regenwasser sammeln und ein bisschen in den Tank reinpumpen und gut ist, ne? Weil es kann natürlich auch Vogelscheiße auf dem Dach liegen, irgendwelche Biostoffe, irgendwelche Keime, Bakterien in Massen, ne? Und das ist dann ein relativ großes Problem. Deshalb habe ich mich entschieden, dass ich das mit dem Regenwassertank später mache, weil das wird ein größeres Projekt. Ich werde zuerst die Wasserversorgung für innen bauen, dass wir quasi innen erstmal einen Wassertank haben. Da habe ich mir einen 48 Liter Tank bestellt, der passt unter die Küche. Von da aus kann ich mit einer Druckwasserpumpe dann Kaltwasser in die Küchenarmatur pumpen. Da haben wir erstmal auf jeden Fall, sag ich mal, so ein Wassersystem, dass man erstmal Wasser hat zum Kochen, zum Trinken, zum Duschen, zum Zähneputzen, diese kleinen alltäglichen Sachen. Ne? Dann werde ich hier draußen einen Anschluss machen, wo ich einfach eine Tauchpumpe in einen Eimer oder in Frischwassertanks hängen kann. Und dann kann ich das Wasser von da aus nach drin in den Frischwassertank pumpen. Das werden einfach zwei 12 Liter Kanister sein, die kann ich mir schnappen. Und dann gehe ich einfach auf den Campingplatz zum Wasserhahn, mache die voll und fülle die voll. Das ist die schnellste Lösung, wie wir erstmal sauberes, vernünftiges Wasser drin haben in dem Tank, was auch praktikabel mit dem Nachfüllen ist. Ne? Mit dem Abwasser machen wir es ja genauso, wie gesagt, der Eimer hier. Übrigens, die Menge, die jetzt hier drin ist, die ist von 2 Tagen. Also wir brauchen momentan sehr, sehr wenig Wasser. Aber wir duschen ja halt auch noch nicht. Ne? Aber zum Zähneputzen und so weiter und zum Kochen und alles, da brauchst du extremst wenig Wasser und dann steht auch sehr wenig Abwasser. Wenn der einmal mal irgendwann voll ist, bringe ich den einfach vor zum Gulli, kipp den aus, fertig ist die Sache. Ne? Und genauso machen wir es dann auch mit dem Frischwasser. Das ist auch viel einfacher und unkomplizierter. Ne? Also ich bin echt am Überlegen, ob das überhaupt Sinn macht mit dieser Wasseraufbereitung, wenn man richtig autark steht. Ja, aber das tun wir ja hier nicht. Ne? Aber ich denke, das Projekt werde ich auf jeden Fall umsetzen, aber halt später, nicht zuerst, weil das länger ist, ne? Länger dauert. Es ist wesentlich komplexer, aus Regenwasser vernünftiges Brauchwasser bzw. Trinkwasser zu machen. Ne? Ja, so kommt es halt immer anders, als man denkt. Deswegen ja, mache ich jetzt erstmal was anderes. Und zwar haben wir hier noch einen Rauchmelder, der installiert werden muss. Und eine Wetterstation. Natürlich ist bei der Wetterstation keine Batterie dabei.
Das heißt, ich werde jetzt mal schnell mit dem Roller zum Netto fahren und Batterien holen. Beim Rauchmelder ist eine dabei, ist eine 10-Jahres-Batterie drin. Die sind ziemlich gut, die Dinger, verlinke ich euch unten mal. Macht immer wieder unfassbar viel Spaß, mit diesem kleinen Ding kleinere Wege zu erledigen. Habt ihr ja gerade gesehen, ich habe jetzt hier auch noch ein schönes Schloss dran am Lenker, was ich einfach immer dabei habe. Handyhalterung kennt ihr ja schon. Und viele haben mir auch gesagt, ja, warum nimmst du nicht das Fahrrad und so? Ja, das Fahrrad kann ich nicht so einfach in mein Auto einladen. Ne? Das Ding ist einfach extrem praktisch und vor allem, es macht ultra viel Spaß. Ne? Und wenn das Ding dafür sorgt, dass ich das Auto öfter stehen lasse, was definitiv der Fall ist, ja, dann hat sich das auf jeden Fall schon gelohnt. Ne? Finanziell und ökologisch bin ich überzeugt davon. Wie gesagt, ungefähr 40 Cent auf 100 Kilometer Stromkosten. Ich hatte schon kein gutes Gefühl beim Kauf von der Lampe mit dieser schwachsinnigen Touch-Gestensteuerung. Und ich hätte auf mein Gefühl hören sollen, sobald jetzt hier von hinten Sonne durchscheint, reichen Reflexionen zu oder ein Schattenwurf zu, natürlich jetzt nicht, wenn ich vorbeigehe, dass diese dämliche Lampe ständig angeht. Ne? Am besten ist einfach wirklich ein kleiner Hardware-Schalter, fertig, gibt es keine Probleme mit. Aber diese blödsinnige Gestensteuerung ist einfach viel zu fehleranfällig. Ne? Jetzt geht hier ständig, wenn man vorbeigeht, das Licht an und aus. Wenn man das Fenster auf und zu macht, geht das Licht an und aus. Es ist ein Schwachsinn, ein absoluter Schwachsinn. Ich weiß gar nicht, wo man sowas braucht. Ein schöner kleiner Kippschalter, fertig. Mal gucken, ob wir sowas noch kriegen. Auch Meldercheck. Na geil, 2009 wurde das Ding produziert. Gar nicht so alt, bloß 11 Jahre. So, Wetterstation, check. Ich finde das immer ganz cool, auch mal so die Außentemperatur, den Luftdruck, die Luftfeuchtigkeit außen und innen zu sehen. Das ist eigentlich immer ganz interessant. Wir wollten auch nicht nur das Gute erzählen, also diese Hausnebeneingangstür ist nicht so optimal. Es war so richtig kalt die Nacht hier, so minus 1 Grad wahrscheinlich, 0 bis minus 1 Grad. Und hier sieht man, wie gesagt, hier ist auch Kondenswasser an der Tür. Und im unteren Bereich sieht man hier auch so ein paar Tröpfchen, da das Kondenswasser wahrscheinlich von der Tür ist dann wahrscheinlich runtergetropft. Also die ist von der Isolation her nicht so optimal, verstehe ich zwar nicht so richtig, weil Hausnebeneingangstür ist ja trotzdem in einem Haus drinnen dafür gedacht. Aber ja, hier sieht man wie gesagt eindeutig, dass da Wasser dran kondensiert, wenn es draußen sehr kalt ist und drinnen sehr warm. Interessanterweise an den Baumarktfenstern überhaupt gar nicht. Ne? Also die sind wirklich super, auch was den Rahmen hier angeht oder das Fenster angeht. Da ist aber absolut nichts mit Kondensation in irgendeiner Form festzustellen. Aber halt hier im Türbereich. Wäre vielleicht noch eine Idee, wenn man das mal mit einem Vorhang hier abtrennt im vorderen Bereich, dass das hier nicht so die Wärme gegen die Tür kommt. Na, mal gucken. Interessant, hier am Türschloss auch. Ne? Hier sieht man Wassertropfen. Wahrscheinlich der kalte Wind, sehr kalter Wind draußen. Bläst gegen die Tür, gegen das Türschloss. Das Türschloss ist sozusagen eine Kältebrücke. Und die warme Luft kondensiert dann hier am Türschloss. Und hier im unteren Bereich wird einfach die Gummilippe nicht hundertprozentig abschließen. Ach, hier guck mal, hier ist Dreck dran. Und da macht dann die kalte Luft rein und kondensiert man mit der warmen Luft an der Stelle hier. Ah, ich habe auch nur eine Vermutung, warum. Diese Plastiktüren sind hier relativ schwupsch, sag ich mal. Und es könnte eventuell Sinn machen, wenn wir die richtig zuschließen abends, weil dann zieht die Fünffachverriegelung die Tür auch richtig an den Dichtgummi dran. Und dann kann es nicht passieren, dass Wind so ein bisschen durch den Dichtungsgummi durchkommt und dann hier kondensiert. Das werden wir die Nacht mal ausprobieren. Was halt auf jeden Fall auch eine Kältebrücke ist, ist natürlich die Türschwelle. Ne? Ist ja klar, die ist zwar hier nur im oberen Bereich, aber eine Kältebrücke ist das auf jeden Fall. Also ich habe das jetzt hier nochmal aufgemacht, um zu gucken, ob hier eventuell Kondenswasser ins Holz reinläuft. Das sieht jetzt aber erstmal nicht so aus. Trotzdem gefällt mir das nicht. Die Schwelle wird kalt durch den Wind draußen und dann kann hier an der Kante Wasser kondensieren. Das ist dann halt auf den Bodenbelag gelaufen. Es könnte ja theoretisch aber auch unterhalb der Schwelle Wasser kondensieren. Und das wäre aber eigentlich kein Problem, weil das läuft dann hinter dem Blech da runter. Also werde ich wahrscheinlich den Spalt mit Schaum hier auffüllen, damit da ein bisschen bessere Isolationsschicht ist und dann wieder mit Dekasil abdichten. Vielleicht können mal die Profis was zu der Situation mit der Schwelle schreiben. Irgendeine Schwelle brauchst du ja. Da wäre wahrscheinlich aber eine Schwelle aus Holz, denke ich mal, dann besser. Ich weiß nicht, ob man das jetzt einfach so ersetzen kann. Müsste ich mir mal angucken. So, ich habe das jetzt alles wieder schön zugemacht und den Boden hier so weit abgesenkt, dass der unterhalb von der Metallschwelle ist. Unter der Schwelle wird nichts großartig kondensieren und wenn, dann kann das dahinter ablaufen übers Holz. Das ist kein Problem. Unter der Schwelle ist eigentlich soweit alles zum Innenraum hin abgedichtet, dass es nicht in die Dämmung laufen kann.
wenn jetzt hier Wasser kondensiert an der Innenseite von der Schwelle, das ist eigentlich das größte Problem, weil da der größte Temperaturunterschied ist. Die Luft, die von innen kommt, die warme und die kalte, die von außen die Schwelle wahrscheinlich auf fast Außentemperatur abkühlt. Und dann kondensiert genau an diesem kleinen Punkt hier, an dieser Stelle, wo die Schwelle hier im Innenraum ragt, die Feuchtigkeit. Wahrscheinlich ist das für jeden von euch total klar, aber mir ist es jetzt erst hier klar geworden, dass Kältebrücken und so existieren, weiß ich ja. Aber ich habe jetzt nicht dran gedacht, dass die Schwelle so ein Problem ist, weil ich dachte mir, wenn ihr jetzt jemand so eine Haustür konstruiert, dann wird das ja womit bedacht sein. Aber die ist wahrscheinlich nicht für ein Holzhaus konstruiert. Naja, auf jeden Fall ist der Bodenbelag unterhalb von dieser Metallschwelle. Das heißt, wenn dort Feuchtigkeit dran kondensiert, haben wir einfach nur ein paar Tropfen hier innen auf dem Belag, die wir wegwischen können, und damit ist das Problem erledigt. Vielleicht machen wir hier auch noch irgendwie einen Vorhang davor, dass der Temperaturunterschied nicht ganz so groß ist. Aber ja, das müssen wir halt mal beobachten. Es soll jetzt auch die nächsten Tage noch kälter werden mit minus 5 Grad und so weiter. Da können wir das doch hier wunderbar testen. Und im Sommer mache ich dann, wie gesagt, sowieso meine Probebohrungen überall in der Dämmung und gucke, ob da irgendwo eine Restfeuchtigkeit drin ist. Aber ich denke, das sieht ziemlich gut aus. Die Tür, wie gesagt, ob ich die nochmal nehmen würde, ich glaube nicht, weil man sieht ja das am Kondenswasser am Fenster. Die ist relativ schlecht isoliert. Hätte ich es nicht gedacht, weil die Baumarktfenster, wie gesagt, sind ja super. Die sind ja auch nie wirklich teuer, aber das ist echt top gemacht. Aber die Tür auch mit der Schwelle und so, das ist, glaube ich, für ein Tiny House nicht so optimal. Ich habe die halt hauptsächlich damals wegen der Größe gewählt. Normale Haustüren sind viel, viel größer und so eine Hausnebeneingangstür hat noch eine gute Größe für ein Tiny House. Aber da gibt es sicherlich auch noch bessere Lösungen, die man nehmen kann aus Holz oder was auch immer. Ja, ich denke, eine sehr, sehr gute Lösung könnte sein, den Abteil hier noch mit dem kleinen, schnuckligen Vorhang abzutrennen. Und das wird dann die Temperatur, den Temperaturunterschied im Türbereich so weit absenken, dass es da dann unten auch gar keine Probleme mit Kondenswasser mehr gibt. Wenn das mal nicht Learning by Doing ist, dann weiß ich auch nicht. Ich denke mal, das wird auch damit was zu tun haben, dass wir hier nachts beim Schlafen ja nicht lüften. Und dann steigt da die Luftfeuchtigkeit nachts auch so auf 60-65%. Am Tag haben wir ja so um die 50%. Das ist eigentlich ein sehr, sehr guter Wert für so ein Tiny House. Und jetzt soll ja noch ein solarbetriebener Entfeuchter rein, Luftentfeuchter, mit dem wir auch Wasser sammeln wollen. Und der wird dann auf 40-50% programmiert und dann tut ja auch nachts hier die Feuchtigkeit aus der Luft holen. Und dann dürfte das da noch auch mit dazu beitragen, dass das Wasser hier an der Tür nicht so kondensiert. Aber das mit dem Kondensat an der Tür, auch im Fenster, gefällt mir nicht so richtig. Aber es ist logisch eigentlich, ne? Gerade auch das Türschloss, es geht ja komplett durch. Das wird von außen kalt, dann wird es auch von innen kalt, ne? Das müsste dann ja eigentlich bei normalen Haustüren ganz genauso sein, ne? Weil die haben ja auch ein durchgehendes Türschloss. Da wird es dann einfach wirklich daran liegen, dass der Eingangsbereich noch ein bisschen mit abgetrennt ist und dann nicht genau die gleiche Temperatur im Eingangsbereich ist wie im Wohnraum. Das wird das größte Problem eigentlich sein in der Sache. Weil interessanterweise tritt das Kondenswasser an der Tür nur auf, wenn wir schlafen. Also wahrscheinlich durch die Feuchtigkeit, die wir ausatmen und die dann steigt im Raum. Denn abends, auch wenn es abends jetzt sehr kalt ist, 0 Grad waren es ja gestern Abend auch und wir heizen hier auf 22, entsteht an der Tür auch kein Kondenswasser. Erst wenn wir drin schlafen, ne? Also ist die Belüftungsthematik beim Schlafen wahrscheinlich gar nicht so unerheblich. Also ich habe mich entschieden, das doch mit dem Wassertank zu machen. Ich habe jetzt schon Rohre geholt und so. Ich werde das schon irgendwie aufbereitet oder nutzbar kriegen, das Wasser. Aber jetzt habe ich eh schon das Armaflex da. Ne? Hier ist schon das Armaflex, 32 mm. Damit werde ich den Wassertank dann gleich einwickeln. Aber das mache ich später, denn jetzt will ich erstmal kurz die Treppensituation verbessern. Dafür habe ich hier dieses Gerümpel gekauft. Und das soll zwar einmal für Kari hier so ein bisschen dazwischen was kommen. Muss ich mal gucken, ob wie ich das hinbekomme und ob das klappt. Und für uns für die Treppe auch ein bisschen, weil die Kanten laufen sich ja ab. Und da rutscht man dann halt dann auch, doch schon schneller runter, wenn es nass ist. Da hätte ich ja gerne irgendwie was davor. Ja, das sind dann diese Dinger, wie gesagt. So, hier stelle ich mir das vor. Ne? Das ist geriffelt hier oben. Hat so eine richtig schöne Riffelkante, sieht man das? Ja. Und ich denke, damit müsste man schon einen wesentlich besseren Halt haben, hier vorne im Bereich vor allem. Und für Kari habe ich hier so ein Riffelblech. Natürlich habe ich jetzt nicht die Abstände alle schön gleich bei den Stufen. Das heißt, ich muss ja jedes Teil einzeln anpassen. Also hier auf der Treppe ist schon mal ein Unterschied wie Tag und Nacht. Hier rutscht man überhaupt gar nicht mehr. Du rutscht einfach nur noch aus den Schuhen raus. Jetzt müssen wir doch mal gucken, ob unsere Prinzessin, kennst du mit der Treppe besser klarkommt. Rausgehen, Kari, los. Rausgehen. Merke. Der erste Schritt ist noch ein bisschen hoch, ne? Merke. Also ich würde schon sagen, ein bisschen besser ist es, aber du brauchst doch Anti-Rutschsocken. Ich werde das jetzt versuchen, nochmal mit der Schrubbscheibe hier so richtig schön anzurauen. Dann müsste es noch ein bisschen besser werden. Und was ich mir auch noch vorstellen könnte, was helfen könnte, dass hier, das steht ja in der Kuhle, dadurch ist die leider ja noch steiler, als sie eh schon ist. Da mache ich noch einen Holzklotz drunter, das könnte noch was bringen.
So, letzter Versuch. Ansonsten war das ein Fail. Karin, mal rausgehen. Nochmal rausgehen. Der kann. Ja, fein. Der kann. Ja, klar. Wie eine Dame. Fein. Das sieht aber schon ein bisschen besser aus. Der Uli wirklich, ja? Ja, fein. Eieieiei. Was hast du gerade gesagt? Noch schlimmer als vorher. Ja, danke. Digga, was sagst du dazu? Ist gut geworden, ne? Ja, ist gut geworden, ne? Ja, das freut mich, dass es dir nein. Freut mich, dass es dir gefällt. Ja, fein. Verstehe ich aber nicht, weil das Holz ist definitiv rutschiger als das Metall hier. Das Geklackere. Ja, also sie hat auf jeden Fall mehr Kontrolle. Sonst ist die immer komplett die Strecke runtergerannt mit Einmal. Jetzt geht sie langsam bis runter drüber. Wenn du mal rauskommst. Na komm, lass noch mal. Ein letztes Mal. Na komm, ein letztes Mal. Ja, das. Ja, fein machst du das. Klasse. Jetzt haben ja auch einige Sandpapier vorgeschlagen. Aber Sandpapier, da hat der Hund auch blutige Füße, wenn der hier 10 Mal raus und rein rennt. Gummi könnte ich mir eventuell noch vorstellen, wobei das auch gefährlich werden kann, wenn der nass ist, denke ich mal. So ein klarer Gummistreifen, wenn der nass ist, da rutscht du doch dann auch drauf, ne? Das ist alles nicht so einfach. Jetzt haben wir ja noch das Problem, dass es hier relativ dunkel ist, wenn es Nacht wird vorm Häuschen. Und da habe ich noch so eine Solarleuchte geholt, die man einfach draußen hinmacht und alleine mit Bewegungsmelder dann angeht. Da brauche ich eine extra Kabel ziehen hier und alles. Mal gucken, ob die was taugt. Leuchtet auf jeden Fall schon mal. Jetzt haben wir noch die kleine Solarfläche und die mache ich einfach aufs Vordach oben mit drauf. Funktioniert wunderbar. Blendet einen zwar ein bisschen ins Gesicht, wenn man hier angelaufen kommt. Aber ist egal, man sieht was auf der Treppe beim Raus- und Reingehen. Das ist, würde ich mal sagen, Ziel erfüllt. Solarfläche ist schön auf dem Dach Richtung Süden ausgerichtet. Habt ihr jetzt nicht gesehen, weil es dunkel war. Wieder eine Sache erledigt. Ja, mit der Treppe bin ich jetzt immer noch nicht ganz so zufrieden hier, aber mal schauen. Vielleicht doch noch irgendwelchen Gummi zusätzlich drüber kleben. Ich muss mal schauen. Ich glaube, ich werde das mit dem Sandpapier ausprobieren, weil ich habe im Laden haben wir noch auf jeden Fall zig Bögen da. Das werden wir ausprobieren. Das ist, glaube ich, wirklich die beste Idee, weil da kriegt sie den meisten Grip. So, jetzt nochmal der Treppentest mit Bärbel, ne? Die, dass ich hier komplett versagt habe heute. Oh ja, es läuft sich viel besser. Ja, besser, oder? Finde ich auch. Aber das ist wirklich ein Riesenunterschied, oder? Mit der Treppe. Ja, auf jeden Fall. Also, und die Lampe ist gut, oder? Ja. Ist die gut, ja? Wunderschön. Das freut mich. Jetzt haben wir hier endlich ein Bettlaken, was auch ganz genau auf die Couch drauf passt. Das ist nämlich ja, wie breit ist der, das? Der Stoff ist, glaube ich, nicht so geil. Oh, soll ich mal sagen, wie breit das jetzt keine ist? Keine Ahnung, 250 Mal schießen mich tot. Also sehr groß. Okay. So, da habe ich nämlich noch einen Baumarkt hier, so eine unscheinbare, kostet übrigens 22 Euro das Ding, das ist eine lose Frechheit. Hat er ja bestimmt irgendwie hungernde Kinder in Afrika unterstützt oder so. Und da kann man dann hier allerlei schöne Glühbirnen reinschrauben. Wie zum Beispiel diese Glühbirne hier. Und die leuchtet rot. Hä? Oh, das sieht doch geil aus. Da ich mich aber nicht entscheiden konnte, habe ich mir mehrere verschiedene Leuchtmittel gekauft. Die verbraucht im Übrigen bloß 4 Watt. Und wenn die nicht dimmbar sind, dann sind die auch nicht gepulst. Das heißt, die leuchten dann einfach schön gleichmäßig durchgehend. Oh. So, das ist auch nochmal ein Warmweiß hier. Aber ich weiß schon, welche Farbe mir am besten gefällt. Also das Rot, die sieht ja mal so geil aus, ey. Sieht man durch die Kamera nicht so schön? Aber du siehst richtig schön die einzelnen Glühwendeln hier. Das ist richtig nice. Und es gibt nichts über Rot. So, jetzt haben wir hier hinten noch die Dinger. Da sind momentan 25 Watt Glühbirnen drin. 1, 2, 3, 4, 5 Stück. Ach, das ist ja geil. Es gab nämlich ganz genau noch 5 Glühbirnen LEDs in dem Typ. Das ist ja nice. Und das sind ja 100 Watt, die das Ding verbraucht. Das geht gar nicht. Ne? Jetzt machen wir hier die LEDs rein. Da verbraucht dann eine 5 Watt oder sowas. So, machen wir mal einen Unterschied. Hier ist eine LED drin, die anderen sind alles die normalen. Na, also kann ich euch sagen, man sieht keinen Unterschied eigentlich, oder? Sieht man einen Unterschied, Bärbel? Nee, ne? Nee. Nee, noch weniger, die brauchen bloß 2,2 Watt. So, alle sind ausgetauscht. Und das Coole ist, also eine hat jetzt 2,2 Watt. Ich habe nochmal auf die anderen drauf geguckt, die hatten 18 Watt eine. Das heißt ungefähr das 8-fache weniger an Stromverbrauch jetzt bei gleicher Leuchtleistung. Und die sind, soweit ich weiß, auch nicht gepulst. Sobald die nicht dimmbar sind, sind die nämlich auch nicht gepulst. Und dann ist es quasi eine gleichmäßige Beleuchtung und nicht so ein ständiges An und Aus, An und Aus, An und Aus, wo du dann irgendwann mal eine Klatsche kriegst und es gar nicht mitbekommst. Aber diese rote Lampe, also die ist eine Beauty.
Die ist eine absolute Beauty, ist die. Wunderschön. So, ich teste das jetzt mal. Ich klebe hier mal unten Armaflex an die Türschwelle dagegen und gucke mal, ob das als Isolierung ausreicht, dass hier drin an der Schwelle kein Kondenswasser mehr entsteht nachts. Also Freunde, guten Morgen. Es gibt Positives zu berichten. Ich habe jetzt hier mal, heute früh war es sehr kalt, minus 2 Grad, irgend sowas. Und sonst hatten wir hier unten immer ganz leicht Kondenswasser an der Schwelle und da war es feucht drunter. Ist nichts. Ich habe jetzt gerade meinen Armaflex mal vorgezogen. Also das scheint zu funktionieren. Einfache Lösung. So Freunde, jetzt geht's los hier mit dem Tankisolieren. Also nochmal kurzes Resümee, das mit dem Armaflex hat definitiv was gebracht. Wir haben jetzt keine Wasserflecken mehr hier vor der Tür. Es wird noch minimalst feucht an der Tür. Wie gesagt, die Tür ist nicht die beste. Aber wie man hört, fröhliches Kettensägen arbeiten. Aber wir haben jetzt ja wie gesagt einen Vorhang bestellt. Und werden wir noch hier einen Vorhang reinziehen oder direkt vor der Tür, ich bin mir noch nicht sicher. Dann müsste das Problem auf jeden Fall selbst bei minus 10 Grad auch erledigt sein. Ne? Wir haben jetzt hier am Tag haben wir jetzt hier so 2 Grad und nachts haben wir so minus 3, minus 4 Grad. Das ist für deutsche Verhältnisse schon relativ viel, zumindest wenn man die letzten Winter mal betrachtet. So, naja, wie gesagt, ich habe jetzt hier noch keine hundertprozentige Lösung, wie wir das hier machen mit der Aufbereitung vom Regenwasser, vor allem wegen dem Vogelkot auf dem Dach. Wahrscheinlich mit UV-Lampe oder irgendwas, aber egal. Ich habe das Zeug, die Rohre jetzt alles da. Das heißt, ich werde jetzt erstmal den Tank isolieren, dann auf diese Platte stellen und mit den Rohren anschließen und einen Kaffeefilter einbauen. So, damit ist das Teil von oben und unten isoliert. Ist zwar nicht sonderlich schön, muss es aber auch nicht sein. Steht unter dem Anhänger. Und das soll ja erstmal bloß so eine grobe Isolierung sein, ne? Dass ich hier, wenn es wirklich mal richtig kalt wird, hänge ich hier eine Heizpatrone rein und kann den auch im Winter wieder auftauen, ne? Wir haben ja dann drinnen sowieso noch einen 40 Liter Tank, das seht ihr dann im nächsten Video, wie ich den einbaue mit der Wasserversorgung in. Und da haben wir dann ja auch genug Puffer, wenn mal wirklich irgendwas ist, ne? Also wir brauchen hier aktuell gerade so wenig Wasser, das ist unglaublich, ne? Das hier unten ist eine XPS-Platte, die faulen eigentlich nicht weg, ist eigentlich fast ausgeschlossen, ne? Und der steht ja sowieso im Trockenen unterm Wagen, ne? Da kommt kaum direkt der Regen hin. Deswegen versuche ich das erstmal so, weil ich denke, das ist eine ganz gute Lösung. Weil das Gute an dem Schwarz ist, dass es jetzt natürlich nicht mehr so auffällig ist, ne? Also nicht so krass abhebt vom Fahrgestell des Wagens. Finde ich halt optisch jetzt schon so schicker. So, der Plan ist jetzt ganz simpel, hier oben ein Loch reinzubohren, den Kaffeefilter hier reinzustecken. Und dadurch wird dann schon mal, das ist ein ziemlich guter Edelstahl-Sieb-Kaffeefilter, wird richtig viel Dreck schon mal weggenommen. Also alles, was Laub ist und auch so was schon so ein bisschen aufgelöster Schmotter ist. Das bleibt hier alles drin hängen. Und damit sind dann erstmal keine groben Feststoffe im Tank drin. Ich denke, dass das ziemlich gut funktionieren kann. Mal schauen. Arschloch. So, damit ist der Tank vorbereitet. Jetzt müssen wir noch den Anschluss zur Dachrinne herstellen. Dieses kleine Fenster ist einfach nur als Überlaufschutz da, falls irgendwas hinten bei der Verjüngung verstopft, dass nicht das ganze Rohr bis hoch zum Dach voll Wasser steht und vielleicht noch ins Haus reinläuft, haben wir hier quasi dann noch so einen Überlaufschutz, sage ich mal. Und wenn wirklich irgendwas verstopft ist, dann kann es da immer noch rauslaufen. So, und damit kann schön das Regenwasser hier durch das kleine Sieb in den Tank laufen. Was jetzt hier noch fehlt, ist hier vorne ein Überlaufschutz. Da kommt hier oben ran, da ist schon das Gewinde quasi da. Damit das Wasser, wenn der Tank voll ist, nicht hier einfach hier oben rausläuft und dann hier überall runterläuft, sondern dass das hier über den Schlauch schön geregelt irgendwo abgelassen werden kann. So, damit können wir erstmal auf jeden Fall 300 Liter Regenwasser sammeln. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Wie wir das dann aufbereiten und weiter reinigen, werdet ihr in einem anderen Video sehen. Das weiß ich selber noch nicht so genau. Dafür gibt es zwei Anlagen, die sind schweineteuer. Aber ich muss mal gucken, wie wir es letztendlich dann machen. Ne? Aber bin ich erstmal ganz zufrieden mit. So, das habe ich doch mal getan. Für Karis Treppe Sandpapier gekauft. Werde ich jetzt hier draufkleben und mal gucken, ob die Kleine dann besser klarkommt. Also, ob das die Schere lange mitmacht, glaube ich nicht. So, fertig ist. Jetzt machen wir mal einen Test. So wie es jetzt ist. Wenn das nicht hilft, werde ich hier oben noch mal was draufkleben. Aber so könnte das eigentlich ganz gut aussehen. Da rufen wir mal die Prinzessin. Kari, soll ich mal rausgehen, die Treppe testen? Ne? Kari, mal rausgehen? Kari, mal rausgehen? Na komm. War das eine Blätter oder was? Hallo, junge Dame, mal rausgehen. Komm, mal rausgehen. Na komm, los, mal rausgehen, lass.
Fein. Was, besser? Sieht doch deutlich kontrollierter aus, oder? Ja. Na, hoch war ja eigentlich nie ein Problem. Nee. Kann noch mal testen, los, nochmal. Na, komm. Los. Fein, machst du das. Viel kontrollierter. Also ich würde sagen, so können wir es lassen, oder? Da kommt sie doch viel besser klar. Hat ja schon mal am Anfang jemand geschrieben, dass Sandpapier gut wäre. Und da dachte ich mir, ach nee, aber das war doch die beste Idee von allen, ne, muss man mal sagen. Ich weiß nicht, ob ich da von alleine drauf gekommen wäre. Es ist echt gut, Zuschauer zu haben, ne? Manchmal. So, Freunde, würde ich sagen, das war's dann mit dem Video erstmal. Ne? Jetzt ist die Treppe auch in Ordnung. Im nächsten Schritt werdet ihr dann sehen, wie wir drin das Wassersystem dran bauen. Also zumindest einfach ein ganz einfaches Kaltwassersystem für die Küche. Ich möchte das ja, wie gesagt, ganz einfach und rudimentär halten hier. Nichts Komplexes. So einfach wie möglich und so komplex wie nötig ist hier die Devise. Ne? Ich mag das einfach. Ich finde das gut, wenn es einfach ist und trotzdem noch seinen Zweck erfüllt. Ja, lasst euch also gut gehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.